Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mangi Duafi und unterwegs mit dem AEC auf Himmelsdorf. Ein rein einstufiges Match auf Stufe 5. Auf geht's. So, ich habe jetzt erstmal geguckt, wie sich so das Team ein bisschen aufteilt. Also erst wollte er erst mit hoch zum Hügel fahren. Aber dann war das mir dann doch schon zu viele, die da lang fahren. Deswegen habe ich halt umgedreht. Bin mit in Richtung Mitte gefahren. Die 34 ist dann noch aufgegangen. Quatsch noch rechts. Ich habe erstmal gedacht, ich warte erstmal einen Play-Moment. Weil irgendwann wird der AEC vorfahren, querfahren. Die Verteidiger sind erstmal mitgekriegt. Der AEC interessiert das nicht. Zweimal kritischer Treffer. Aber er konnte ihn rausnehmen. Bei George kommt nur auf den anderen. Wenn er den rauskriegt. Leider nur einmal getroffen. Auch mit dem Unterstützungsschaden. Können wir den George noch ärgern. Treffen aber den Bischof. Panzer der H aufgemacht. Ja, ein Stück. Der auch wilde Moves fährt. So, steht schon 5 zu 1. Ach, gut, 2 Minuten. Weg. Also Richtung den Stuck fahren. Geh auf. Das ist den Stuck aber überhaupt nicht. Raus mit die Viecher! Hinten der nächste Kandidat. Also wieder T34. Raus mit die Viecher! Die fahren einfach weiter. Das interessiert die gar nicht. Nicht ohne. Das ist eigentlich sehr interessant. So, da hab ich auch noch Raus gemacht. Mit die Viecher! Vielleicht jetzt am Ende dann doch, aber da war es schon zu spät. Acht nach nicht mal 4 Minuten. Wir gewinnen die Runde und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch das Gefechtsergebnis an. So, im Gefecht mit dem AEC auf Himmelsdorf haben wir gemacht ein Überlegungsabzeichen zweiter Klasse und Wirkungsfeuer. Wir haben 1424 Schaden gemacht, 3 Kills, 760 Basiserfahrung. Insgesamt 25 Mal geschossen, 20 Mal getroffen, 17 Mal penetriert. Und die Runde ging gerade einmal 3 Minuten und 48 Sekunden. In denen haben wir 27.811 Grenz Plus gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst doch ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Gefecht. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und noch eine schöne Zeit. Bis dann.